Ich bin jetzt im Wasserwerk der Bodensee-Wasserversorgung und direkt hier in diesem Becken kommt das sogenannte Rohwasser hoch aus 60 Meter Tiefe. Und dieses Rohwasser sieht so aus. Gar nicht mal so schlecht eigentlich. Maria Quignon ist jetzt bei uns. Sie hat uns nämlich hier freundlicherweise reingelassen. Das ist das Rohwasser. Da frage ich mich, warum betreiben Sie denn noch den ganzen Aufwand? Wir haben eine sehr gute Qualität im Bodensee und das Wasser aus 60 Meter Tiefe ist schon fast Trinkwasser in chemisch-physikalischer Hinsicht. Aber es sind natürlich noch Kleinstlebewesen, Mikroorganismen im Wasser und die will man im Trinkwasser nicht haben und das wird hier im Wasserwerk entfernt. Das Wasser hinter uns schaut recht grünlich aus. Sind das die Kleinstlebewesen, die man da sieht oder ist das die Kachelfarbe? Nein, das sind die Kleinstlebewesen, also die Algen, die einen hohen Anteil an Chlorophyll haben und dadurch so grün aussehen. In 60 Metern Tiefe ist der Bodensee 5 Grad kalt. Nur wenig Organismen überleben hier. Der Bodensee besteht hauptsächlich aus Schmelz- und Regenwasser aus den Alpen, das der Rhein als größter Zufluss in den See bringt. Ziel ist es nun, die Kleinstlebewesen aus dem Wasser zu entfernen. Das geschieht in einem ersten Schritt in derselben Halle in dieser Mikrosiebanlage. 50% der Organismen bleiben in den Filtern hängen, die feiner sind als ein Haar. Die noch kleineren Lebewesen rutschen da aber durch. Da helfen keine Siebe, da hilft nur Ozon, das in dieser Kammer erzeugt wird. Das Ozon wird über diese Leitungen ins Wasser zugeführt. Ozon begegnet uns im Hochsommer. Es kann die Atemwege der Menschen reizen. Es ist ein Zellgift. Und genau diese Eigenschaft macht sich die Bodenseewasserversorgung zunutze. Mit dem Wasser hat es eigentlich gar nichts zu tun, sondern ausschließlich mit den Kleinstlebewesen, mit den Organismen, die im Wasser sind. Die werden durch dieses Ozon abgetötet, damit unschädlich gemacht. Das Wasser ist somit keimfrei. Und wir können es getrost auf die lange Reise, die ja bis zu 7 Tage dauern kann, schicken. Unser Wasserwerk befindet sich auf 700 Meter Höhe und die Wasserleitung nutzt ein natürliches Gefälle. Das geht dann ganz hier hoch bis zum südlichen Odenwald. Zwischendurch wird es rübergepumpt in die Schwäbische Alb, wie hier bei Reutlingen, oder auch hier rüber in den Schwarzwald. Bevor sich die Fluten auf den Weg machen, muss das Wasser noch ein letztes Mal gefiltert werden. Es landet in dieser Halle. Insgesamt gibt es 27 dieser Becken. Die vielen Becken sind notwendig, damit 9000 Liter Wasser pro Sekunde gefiltert werden können. In dem Wasser befinden sich nämlich noch die vom Ozon abgetöteten Kleinstlebewesen. Die sollen auch entfernt werden und die bleiben hier in den Sandschichten dieser großen Becken hängen. Das Wasser, was unten im Filter dann das Becken verlässt, ist fertiges Trinkwasser. Das Wasser wird durch diese 3 Schichten geleitet, Kohle, Sand und Kies, und landet schließlich hier. Bis zu 10 Millionen Liter Wasser können hier zwischengespeichert werden. Das entspricht einem Pegelstand von 4,60 Meter. Über diese Rohre wird das Wasser aus dem Werk herausgeführt. Trinkwasserproben können an dieser Stelle entnommen werden. So, und das hier, das ist jetzt eine der Stellen, wo man schon das Wasser sich zapfen und trinken kann, oder? Das ist schon trinkbar. Richtig, das ist fertiges Trinkwasser. Durch die 3 Aufbereitungsstufen hindurch, jetzt geht es noch über einen großen Behälter und so geht es in die Leitungen und so kommt es auch bei den Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg an. Das Bodenseewasser hat einen niedrigen Nitratgehalt. Der Kalkgehalt liegt im mittleren Bereich. Probieren können wir das Wasser schließlich hier an diesem Brunnen. Bodenseewasser aus 60 Meter Tiefe, gefiltert und gereinigt. Und jetzt wollen wir mal schauen, hat sich der ganze Aufwand gelohnt? Ja, hat sich gelohnt.